Heute eine Challenge, die es in sich hat. Was ist das? Und eine Box, die viele eklige Dinge in sich hat. Werden die beiden erraten, was jeweils der andere für sie in die Box getan hat? Ich weiß es nicht! Oder ist das Kopfkino so real, dass die Angst zu groß ist vor dem, was sich in der Box befinden könnte? Ich habe mich nicht lange genug mental darauf vorbereitet. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn es wird eine miese Bestrafung für den Verlierer geben. Sei einfach vorsichtig. Ich bin bereit! It's me! And me! Peace, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella und hinter dem Ries ist Kamera. Was geht, Leute? Und wir werden heute die Erweiterung von What's in the Box drehen. Wir haben das Ganze ja schon einmal gemacht. Wenn ich in Erinnerung schwelge, dann habe ich da irgendwie ganz schön... Was ist das? Wie, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Kacke Erinnerung, muss ich sagen, und kriege irgendwie Angstzustände und sowas. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Also ich freue mich mega auf den zweiten Teil. Ich finde, das war eins der lustigsten Videos auf unserem Kanal. Das war eins der schlimmsten Videos. Außer da, wo ich die Spinne gegessen habe. Das war noch schlimmer. Naja, auf jeden Fall sind wir dieses Mal sogar richtig professionell ausgestattet. Guck mal, was ich Cooles im Internet bestellt habe. Eine What's in the Box Box. Da kann man hier so seine Hand reinstecken und dann... Musst du schnell wieder rausziehen. Ja, richtig nice. Eigentlich müssen wir beide von beiden Seiten da so hingreifen, ne? Und dann erraten, was da drin ist. Deine Hand. Richtig. Wir machen das Ganze wieder so. Jeder von uns muss 5 Sachen für den anderen besorgen, die er dann hier in die Mitte reintut. Und dann muss die andere Person so erfüllen, was da drin ist. Man kann dann natürlich Punkte sammeln, wenn man es richtig errät. Und die Person, die das meiste hier erfüllt hat, bekommt mehr Punkte und hat gewonnen. Ja. Bekommt der Verlierer eine Bestrafung? Ja, ich hab eine Bestrafung. Also für uns beide kriegen dieselbe Bestrafung. Glaub und was mir, ist die Bestrafung? Das kann ich dir leider noch nicht sagen. Ich werde es dir nach der zweiten Runde verraten. Es lohnt sich nicht für dich zu verlieren, sage ich so. Dann lohnt es sich schon zu verlieren. Lass uns in die Stadt und dann loslegen. So, Freunde, ich habe mir jetzt mal ein paar Gedanken gemacht. Wir haben das ja schon mal gemacht und da habe ich Kim ja so Maden reingetan und irgendwelche Würmer. So eklig wird es diesmal nicht. Aber ich habe trotzdem wieder gute Sachen gefunden, glaube ich. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen und 4 Sachen besorgen. Ich habe auch schon genau im Kopf was. Das Ding ist, letztes Mal hat Maurice mich schon ziemlich hochgenommen und deswegen muss ich ihm das so ein bisschen zurückzahlen. Und meine Mama hat eine Katze und die verrichtet manchmal auch ihr Geschäft in das Katzenklo. Und ich dachte, von da bringe ich Maurice mal eine kleine Überraschung mit. Da müssen wir auch noch Sekundenkleber kaufen und noch ein paar andere Sachen. Deswegen würde ich sagen, machen wir uns on the way. Also meine erste Sache wird auf jeden Fall ein schwarzer Edding. Einfach nur, dass Kim den erfüllt. Ich werde den halt so aufmachen und dann hat sie halt ihre Hände voll gemalt. Und wir gehen jetzt erstmal zu DM. Ich brauche nämlich Handschuhe, weil ich möchte keine Katzenkacke anfassen. Also wer will das schon? Maurice? Dann das zweite wird Froschenkel sein. Das dritte wird einfach so eine Leber sein, weil das fühlt sich meiner Meinung nach auch richtig eklig an. Da wird Kim bestimmt auch einen Schock kriegen. Das vierte wird dann ein kleiner Kaktus sein. Die Handschuhe habe ich nochmal. Jetzt brauche ich unbedingt Sekundenkleber, denn ich möchte das an Maurice irgendwas Witziges festklebt und er das nicht mehr so schnell von seinen Fingern abbekommt, wenn er da reinfällt. Ich bin echt übel gespannt, was Kim für mich hat. Letztes Mal hat sie ja so einen, auf den ihren Tampon da reingetan und Nutella so an der Unterhose geschmiert. Einen, auf den das ist Kacke. Diesmal wird sie sich bestimmt auch irgendwas Ekliges raussuchen oder irgendwas raussuchen, was wehtut. Ich glaube, letztes Mal habe ich eine Flamme gefasst oder so. Ich bin bei meiner Mami angekommen und ich fahre gerade in meinen Euroshop und I found it. Süßchen, das ist so Sekundenkleber. Jetzt überlege ich nur, was könnte ich an Maurice Hände kleben, was witzig wäre. Als erstes werde ich nach den Froschenkeln gucken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die überhaupt finde, aber ich versuche es mal in so einem Asia-Shop. Ich hoffe, die gibt es da. Dort ist das Katzenklo und irgendwo darunter versteckt muss ein bisschen von der Gaga sein. Und das kommt dann hier rein und dann passt er da hoffentlich rein und er spürt was. Und dann macht er sich ja eigentlich so einen Film in seinem Kopf, dass immer noch was Ekligeres kommen muss. Aber eigentlich wird es dann ganz harmlos. Also es kommt dann noch der Sekundenkleber am Ende. Aber dann habe ich einmal diese Maisstangen, die kann man ja so zerdingsen. Okay, perfekt, Leute. Wir sind schon mal Froschenkel. Und ich glaube, ich nehme noch diese Krabben hier mit. Okay, also das hat schon mal perfekt geklappt. Also hier sind die Froschenkel. Die waren echt richtig teuer. Ich habe 11,50 Euro dafür bezahlt. Dann habe ich dieses Crunchy Booty genommen. Das ist ein Crunchy Booty. Der hat 1 Euro gekostet und der wollte noch das Böse. Jetzt versuche ich hier mal einen Kaktus zu finden. Ich hoffe, ich finde einen. Wenn nicht, muss ich den nehmen, den wir zu Hause haben. Aber der ist ein bisschen groß. So, Freunde, und jetzt kommen wir zu einem sehr unangenehmen Part in diesem Video. Operation Katzenkacker. Okay, perfekt, das hat auch geklappt. Kim und ich haben uns darauf geeinigt, dass wir nur 4 Sachen machen. Deswegen hole ich jetzt noch den Edding und dann bin ich fertig. Okay, ich schwöre, Leute, das ist das Ekligste, was ich jemals gemacht habe. Ich habe gerade im Mülleimer, muss ich nach dieser scheiß Katzending suchen, ne? Und dabei habe ich im Mülleimer diese Made dort gefunden. Und ich glaube, das ist sogar noch besser. Oh mein Gott, das ist so eklig. Ich habe mich doch nochmal umentschieden. Ich habe jetzt Tintenpatronen genommen, also für so einen Füller. Ich werde die einfach ausdrücken und dann werde ich das Kim so hinlegen. Dann sind ihre Hände auch voll gesaut, aber es ist
nicht so leicht zu erfüllen. Oh mein Gott, also eigentlich dachte ich so, also ich finde auf jeden Fall diesen Wurm ekliger als diesen Katzenkacker. Aber ich glaube, ein Stück Katzenkacker ist sogar auch noch mit bei. Das ist echt fies, muss ich sagen. Aber ich glaube, Maurice hat da nicht mal so ein krasses Problem mit und das ist nur so eine kleine Made. Wenn ich das schon sehe, ich muss das jetzt irgendwie rüber transportieren. Okay Leute, also das sind meine vier Sachen. Einmal Tintenpatrone, einmal ein Kaktus, einmal so ein Krebs und einmal so ein Froschschenkel. Ey, die sind so muskulös. Und ich habe mir überlegt, dass ich so ein Wattepad nehme und da drauf den Sekundenkleber mache und dann klebt das ja eigentlich an Maurice Hand fest. Das ist schon fies. Aber wir gehen rüber und dann kann es losgehen. So, wir werden jetzt in vier spannenden Runden gegeneinander antreten. Ich habe mich nicht lange genug mental darauf vorbereitet, Mann. Okay, wollen wir starten? Ja, wir starten. Komm, also ich beginne. Oh, ich krieg Gänsehaut. So, Freunde, meine erste Sache. Hier, Leute, ihr kennt es ja schon. Ich hab Angst. Oh, Maurice, fuck, okay, ich bin total und go. Gezeichnet. Ah, stopp, stopp, noch nicht gucken. Was denn? Ich muss den Bildschirm umdrehen. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Oh Gott, was war das? Ah, was ist das? Ah, was ist das? Kim, also... Wir machen es diesmal mit einer zeitlichen Begrenzung. Hier war eigentlich so ein Ding drauf, wo man die Zeit misst. Was ist das? Fass wieder rein. Du hast geguckt, das zählt nicht. Erster Punkt. Willst du mich verarschen, ne? Das zählt. Okay. Ich bin bereit. Den Punkt hast du versaut. Du Arschkuhwurst. Jetzt bin ich dran, oder? Ja. Wir fangen jetzt damit und damit an. So, Freunde. Ui. Du kannst loslegen und deine Augen öffnen. Was ist los jetzt? Das ist ein Wattepad. Okay. Mit Kleber drauf. Ja, richtig! Ja. Warum klebt denn die Watte jetzt nicht an deinen Händen fest, Mann? Okay, 1-0 für mich. Damit bist du dran. Hä, es sollte so richtig Watte an deinen Fingern kleben. So Leute, kommen wir nun zu meiner zweiten Sache. Die hier. Okay, du darfst. Meine beiden Fingerkuppen sind voll mit Kleber. Ich merke gar nichts mehr. Ich muss das jetzt war mit der Plan. Ich habe so Angst. Was ist das? Oh, was ist das, Mann? Oh, was ist das? Das fühlt sich super eklig an. Was ist das? Oh Gott, das ist ein Hühnchen. Nein, du kannst nochmal. Was ist das, Mann? Da sind Nägel drin in so einer Pfote. Ich weiß es nicht. Den Nacken. Nein. Oh Gott, ich habe die schlimmsten Einbildungen. Du kannst auch aufgeben. Ich will nicht das, mehr. Was sich gerade da drin befindet, ist die Bestrafung. Das gebe ich dir nur als Tipp. Also versuch's nochmal. Oh mein fucking Gott. Also wenn du es richtig anfasst, du kannst es erraten auf jeden Fall. Was ist das? Also fühl's nochmal, weil die Bestrafung wird wirklich eklig, Kim. Ich gebe dir nochmal den Tipp, versuch herauszufinden, was es ist. Greif lieber hin, versuch zu erfüllen, was es ist, weil das wird... Wie ist mit meinem Gefühl? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, soll ich es dir zeigen? Du Arschgesicht! Das sind Froschschenkel. Ich hab doch gesagt, Schenkel, Hähnchen, komm. Nein, du hast Hähnchen gesagt. Du bist so ein Okay, der Verlierer muss einen Froschschenkel essen. So nochmal eklig. Lass den hier stehen, ja? Nein, mach es weg, Mann! Wir machen mit dem hier weiter. Ich habe voll Angst, dass du wieder irgendwas so mit einer Flamme oder so machst. Das ist so ein Gummiball, wie ein Virus-mäßig sieht das aus. Was? Das Gummi. Ein Virus? Wie ein Virus sieht das aus. Fehlt das oder muss ich es noch weiter beschreiben? Ich weiß genau, was es ist. Was so ist es denn? Ja, so ein, das sieht aus wie ein Virus, wie man sich ein Virus vorstellt aus Gummi. Welche Farbe? Okay, grün wahrscheinlich. Du hast geschummelt! Oha! Du hast geschummelt! Du hast geschummelt! Du blöde Kackwurst! Ja, so stellt man sich doch ein Virus vor. Okay, damit steht es 2-2. Das ist ein Kugelfisch! Das ist ein Kugelfisch! Oh, kack nicht rein, Kim. Ja. Jetzt kommen wir zu deiner nächsten Runde. Wuhu! Ich freue mich extrem. Du dich auch? Okay, also dieses Mal wird es ein bisschen leichter für dich. Ich bin ein richtiger Schisser, aber wenigstens bin ich nicht so ein Pisser wie du. Hör mal auf, okay? Ich schwöre, mein Herz, Puls, Schlagader. Was ist das? Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse dieses Spiel. Was ist das zur Hölle? Du darfst nicht rausziehen, aber du darfst gerne nochmal erfüllen, wenn du möchtest. Lass doch einfach mal deine Hand drin und erfüllen. Ja, aber ich... Ey, ich kann es nicht. Ich kann es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Wie, hä? Ich weiß es nicht. Verdammte Kacke. Versuch's doch mal. Es ist nicht so eklig, wirklich. Nicht also, so eklig, aber schon eklig. Nicht so eklig wie ein Froschschenkel, meiner Ansicht nach. Was ist das, Mann? Mann, erfüll's doch mal richtig. Fass rein, erfüll's, nimm in die Hand. Eine Krabbe. Ja, perfekt. Was? Lass es, Maurice. Lass mich in Ruhe. Lass es bitte! Lass es bitte! Es ist Throwback des Todes. Ja, du hast es richtig. 2-1 für ich mich. Ich wusste... 2-1 für mich. Hast du das? Ich
Ich liebe dieses Video. Ich hasse dieses Video. Okay, Maurice, Augen zu. Ja, ich habe meine Augen geschlossen. Okay. So, Freunde, es wird Zeit dafür. Also ich fand das mit dem Kleber echt schon hochgradig asozial. Warum machst du das immer so eklig? Sorry. Ich werde jetzt mit der anderen Hand einmal reinfassen. Das ist so ein Puffreis zum Essen, so mäßig. Oder nicht? Ja. Ich dachte, du machst so und irgendwie so und so. Und dann, und was so soll denn daran eklig sein? Hey Mann, Alter, ey, okay, das damit steht es 3 zu 1 für mich. Du musst trotzdem die letzte Sache noch erfüllen. Du meine auch. Okay, ich hab dich lieb. Ich dich auch. Maurice, bitte sag mir, dass es jetzt nichts Schlimmes ist. Auf geht's zu meiner letzten Runde. Fass rein. Ich gebe dir einen Tipp, weil du heute so tapfer warst. Sei bitte vorsichtig. Oh, was laberst du? Oh Mann, Maurice, ich finde das gar nicht cool. Ich will das nicht mehr machen. Das kriegst du diesmal hin. Sei einfach vorsichtig. Oh, Alter, jetzt habe ich mich aber auch erschrocken. Lass es. Okay. Ein Kaktus. Ja! Woo! Richtig. Und es hat nicht wehgetan, oder? Gott sei Dank. Sehr gut. Ich dachte, ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt habe. Okay, Leute, ihr seht es ja, was es ist. Okay, darf ich einen Tipp abgeben, so wie ich es gerade auf den Teller prasseln lassen hören habe und so wie dein gerade sind es Maden oder so. Das ist es nicht, das ist da aus Versehen hingekommen. Das ist das nicht, worum es geht. Tod oder so? Maurice, geh mal ein bisschen weiter rein. Ein bisschen. Ist das scheiße? Katzenscheiße. Ehrlich jetzt? Ja. Ja, und das andere erfülle ich doch jetzt. Doch, nicht. Das andere? Nein, ist... ich krieg den Punkt. Willst du mich verarschen? Spaß, das war keine Katzenscheiße. Habe ich jetzt den Punkt? Nein, noch nicht. Darum geht's nicht. Warte, ich schieb den Teller. Okay, warte. Mal. Ja, du hast sie angefasst! Komm mal, Und die lässt ja noch. Das war für dich doch viel schlimmer, eine Made da drauf zu machen, als für mich. Na gut, damit habe ich gewonnen und Kim muss heute Abend ein Froschschenkel essen. Lass euch doch mal alleine. Maurice, bitte mach es weg! Maurice, bitte mach es weg! Ey, die geht in dieses Ding rein! Okay, die lassen wir natürlich noch frei, auch wenn es eine Made ist. Damit sind wir am Ende, Kimi. Ich bin echt das am Ende. Das hast echt toll gemacht. So, jetzt musst du heute Abend nur noch ein bisschen... was von dem Froschschenkel hier essen und dann sind wir durch mit dem Video. Es hat echt Spaß gemacht mal wieder. Ah, geh weg mit deiner ekligen Maden und Katzenscheißehahn. So Freunde, ich werde Kim jetzt ihren Froschschenkel zubereiten. Der Froschschenkel ist fertig gebraten. Ich finde, das sieht sogar ganz lecker aus. Kimi, Essen ist fertig. Freust du dich? Oh Mann, ich schwöre, mir wird schlecht, wenn ich das sehe. Man sieht richtig den Arsch und die Waden und die... Das schmeckt wie Chicken. Ja, okay, isst du auch ein Stück? Nein. Aber ich kotze gleich. Mach dir das hier, ne? Oh Mann, ich fühle mich echt. Warum ist das so eklig? Hä? Warum? Ich weiß Hähnchenfleisch nicht. Isst du ich doch weiß, auch ohne. Hähnchenfleisch ist eigentlich auch eklig zu essen, ne? Mach den Hubschrauber, mach den Schrauber oder wie das heißt. Warte mal, aber Maurice, da ist aber noch was Ekliges dran. Kim, jetzt wirklich, jetzt okay, einfach. Warte mal. Da ist noch so eine Sehne dran. Ja, das ist halt so. Ich hab's angefasst. Los, Kim, jetzt steckst du einfach im Mund und schluck's runter. Mmh. Oh. Schmeckt? Weiß nicht, ich weiß nur, dass es eklig finde. Denk einfach nicht so dran. Denk einfach, das ist ein saftiges Stück. Hör mal auf damit, bitte, Maurice. Froschfleisch. Schmeckt? Nee, lass mich mal jetzt in Ruhe. Zeig dann den leeren Mund. Sieht lecker aus. Schmeckt. Stinkt richtig. Ist gut? Zeig deinen Mund. Auch unter der Zunge. Jetzt einmal laut A sagen. Ah, nein, Quark! Das war lecker. Quark! 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 Scheiße! Quark! Okay, du hast es geschafft. Sei mir ehrlich, war es eklig? Die Vorstellung ist eklig, aber es ist eigentlich auch scheiße, dass wir Hühnchen und so essen, ne? Aber das ist so... Der Krankenwagen kommt schon! Gott sei Dank! Also Leute, hinterlasst bitte ein Like dafür, dass wir nie wieder Frösche essen. Falls du noch nicht in der Caramella Crew bist, dann solltest du das auf jeden Fall ändern und diesen Channel abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace, hau rein, tschüss. Yeah.